Grüezi und Servus zu Playtime. Heute steht alles im Zeichen des Bowies. Bowie-Messer, die bekanntesten Messer der Welt, stammen aus den USA. Wir haben uns hier 5 Beispiele genommen, die unserer Meinung nach die schönsten sind. Jetzt kommt eine Reihenfolge, die ist aber nicht das Schönste zuerst und das Schönste zuletzt. Das spielt jetzt keine Rolle, es geht ein bisschen nach Größe und Gewicht. Was wir aber von euch wissen wollen, wie bewertet ihr diese Liste? Welches ist für euch das Beste, welches ist für euch das Schönste, wo wir euch heute zeigen? Und wir starten doch gleich mit einem Bowie, das von sehr weit weg ist, sondern nämlich aus Neuseeland. Hier haben wir das von Temski Bowie. Richtig stylisches Teil, fast schon klassisch, Clip-Point, Parierstück, Holzgriff. Okay, der ist jetzt nicht so ergonomisch, aber ist irgendwie trotzdem noch bequem. Das Bowie stammt von Swerd. Wir schauen kurz eben Neuseeland Swerd. Jetzt schauen wir mal, wie groß das ist. Und mal dann quietschen das Ding vor dem Gesicht. Wir schauen mal, wie groß es ist. Wir sind hier bei 27,5 cm. Was aber viele ja denken, das ist ja sehr dick. Jetzt schauen wir mal, wie dick das hier ist. Joe X hat übrigens so eins getestet. Schaut es euch unbedingt mal an, sein Video. So, jetzt schauen wir mit unserem. Wie nennt man das Teil? Schiebenregler oder so? Wie macht man das richtig? So, wir sind hier bei rund 7 mm Klingenstärke. Wir schauen, ob alle schneiden. Also das schneidet auf keinen Fall schneidet das. Was denkst du, Schnuffi? Das schneidet auf keinen Fall. Schau mal, es ist schon ziemlich gebraucht. Es ist schon gebraucht. Aber das schneidet auf keinen Fall. Aber wir machen es trotzdem, weil es lustig ist. Ja? Oh ja, es reißt. Es reißt. Es reißt. Aber oh! Ein bisschen ist was gegangen. Ja. Aber für das, was wir schon so gebraucht haben, ist es gar nicht so schlecht. Das muss man. So. Naja, trotzdem ein Riesenteil. Was haltet ihr davon? Schreibt es unten in die Kommentare. Jetzt kommt ein Bowie aus heimischer Produktion. Dieses Bowie hier, das Schweizer Bowie. Hergestellt von Benacchio Solutions. Unten findet ihr die Verlinkung, schaut euch mal an, schaut euch mal die Produkte des Meisterschmieds an. Wir haben hier ein wunderschönes, großes Bowie-Messer, handgemacht, komplett von Hand gemacht. Wir schauen mal, wie groß es ist. Was haben wir denn für eine Klingenlänge von rund knappen 32 cm. Riesenteil, Gewicht rund 1 Kilo, V2-Stahl, handgemacht. Eine satinierte Klinge mit schwarz-rotem Griff und weißen Linern. Sehr, sehr schön. So, jetzt schauen wir es uns mal an, was es schneidet. So, ich bin einfach schlecht darin, aber wir probieren es. Ich habe mir sagen lassen, wir müssen da ein bisschen einen anderen Winkel haben. Ja. Ja, ups, da habe ich wieder was verbockt. Naja. Zack, da geht das durch. So, zup. Ja, ich bin einfach schlecht. Das ist einfach so. Das ist eine Katastrophe. Aber das könnt ihr auch in anderen Videos auch sehr schön erkennen. Mein Schnuffel macht das besser. Stimmt? Das stimmt. Ja. Wunderschönes Messer. Unten findet ihr den Hersteller Benacchio Solutions. Und jetzt gehen wir weiter vom Schweizer Bowie. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von diesem Filigranen, also diesen wunderschönen handgemachten Bowie, schreibt es unten in die Kommentare. Schweizer Bowie, Schweizer Handwerkskunst. Jetzt kommt ein legendäres Bowie, das Puzon Wilderness Bowie, hier mit einer geschwärzten Klinge. Jetzt schauen wir uns mal an, was dieses Bowie so an Länge hat. Wir sind hier, also von hier bis hier, bei rund 26 cm. Ein wunderschönes Bowie in SK85 Stahl, schwarzem G10, Gewicht rund 750 Gramm. Wir probieren es nochmal, Achtung. So, sehr schön. Oh ja, das haut doch auch gut. He? Ja, es ist so klar, ist so klar. Ich gehe mal voll durch. Oh, es ist einfach nur schlecht. Es ist ein Wahnsinn. Ich bin so schlecht, ja. Das ist so, jetzt nehmen wir die Peinlichkeiten zur Seite. Was haltet ihr von diesem schwarzen, dunklen Bowie? Puzon Wilderness Bowie von Worked of Gear. Schreibt es unten in die Kommentare.
Jetzt kommt ein riesiges Bowie, unser größtes, aber nicht schwerstes der Runde. Jetzt kommt das längste Bowie von der Runde rein, nämlich das hier, das KHI Bowie. Oder bei uns genannt das Next Level Bowie. So, jetzt einfach mal zum Vergleich von Temsky. Ich glaube, dieses Bowie ist ja sehr bekannt. Da könnt ihr ein bisschen den Unterschied ausmachen. Sieht man das gut, Schnuffel? Sieht man gut ein bisschen runter? Ach so, ist das ist noch besser, oder? Ja, das sieht man ein bisschen. Ich mache es mal da rein, es passt fast. Auch vom Gewicht her, das ist ein bisschen schwerer. Hier sind wir bei rund, ja, ich würde sagen 1,4 Kilo. Jetzt wollen wir aber rausfinden, wie lange ist denn hier die Klinge. Übrigens, schaut euch mal, das auch von Hand gemacht, von KHI Nepal. Schaut euch mal die Klinge an, wie sie spiegelt. Ja, nicht schlecht. So, jetzt schauen wir uns die Länge an. Okay, da muss ich ein bisschen, jetzt machen wir es halt so, das ist auf dem Tisch. Wir sind hier bei rund, ja, Tatsache war, warte mal, 38,5, wenn man es ganz genau nimmt. 38,5, wir schauen noch die Klingenstärke an. So, ja. Was haben wir denn hier? 6 mm. 6 mm Klingenstärke, 38,5 cm Länge. Ein wunderschönes, auch von Hand gemachtes Bowie. Natürlich wie übrigens alle anderen im Fulltang. Hier hat es aber noch ein sogenannter Powerhammer. Da kann man noch Nägel mit einschlagen. Also das Teil ist auch sehr schön. Klassische Clippoint aus Nepal. Jetzt kommt nicht das längste, sondern das schwerste. Das längste Bowie haben wir vorher gesehen. Jetzt kommt das schwerste Bowie. So, der Vlad 3. Deswegen heißt auch unser Shop Vlad Knives, von dem her abstammend, also vom Vlad Dracula stammt ja überhaupt der Vlad ab, wo wir so haben, inspiriert vom Dracula. Und hier ist unser allererstes Messer, Vlad der Dritte Tepesh oder Vlad Dragulea der Dritte. Also das Teil ist so schwer, das hat über 2,5 Kilo. Wir haben hier eine Klingenlänge. So, da können wir wieder ein bisschen... Das Ding zu balancieren ist schon ein Wahnsinn. Wir haben hier eine Klingenlänge von rund 36 cm. Und jetzt kommt der Oberhammer. Klingenstärke. So, da müssen wir ein bisschen weiter raus. Klingenstärke sehen wir hier bei 1,2 cm. 1,2 cm. Das Teil ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, man kann es sehen, wie dick es ist. Und eben nach diesem Messer ist unser Shop benannt, inspiriert, sprich das Messer ist von Dracula inspiriert. Auch ein wunderschönes klassisches Bowie-Messer mit Parierstück, auch von Hand gemacht, mit der klassischen Clip-Point-Klinge. Wir sind ja nicht von gestern und wir machen jetzt auch hier einen Schnitttest. Mutig, hä? Also wie ihr seht, komm, wir gehen ein bisschen näher. Also das Teil ist wirklich schwer benutzt, nie nachgeschliffen worden, aber wir wollen es ja nicht. Also das Teil jetzt überhaupt so zu halten, ist ein Wahnsinn. Oh. Oh, wer hätte es gedacht, Oh, hätte ich jetzt ganz echt nicht gedacht. Hättest du das gedacht, Schnuffel? Nein. So, aber das Ding zu halten ist ein Wahnsinn. So, noch einmal. So, das letzte Mal. Wir gehen da rein und machen zack. Oh, jetzt seid ihr da draußen gefragt. Jetzt haben wir euch 5 Messer gezeigt, wo für uns ein bisschen die Favoriten sind. Natürlich wechselt das wieder in einem Video, in einem halben Jahr sieht es wieder anders aus. Aber hier und heute ist es so. Jetzt wollen wir von euch wissen, welches ist euer Favorit hier? Wir sind hier von maschinell, über handgemacht, über Taiwan, über Nepal, Schweiz, Neuseeland, ist alles dabei. Wir gehen es kurz durch. Wir haben hier das Next Level Bowie von KHI. Handgemacht, wir haben hier den Vlad auch handgemacht, wir haben hier das Schweizer Bowie von Benacchio Solutions, Schweiz auch handgemacht, wir haben hier das Sword, auch handgemacht, nein, das ist glaube ich nicht handgemacht, aber das Sword, sprich das von Temsky, und wir haben hier das Puson Wilderness Bowie von Worked of Gear. Welches ist euer Favorit? Schreibt es unten in die Kommentare, das würde uns wirklich sehr interessieren, kleiner Austausch. Welches gefällt euch am besten? In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuschauen, wünschen euch ein schönes Wochenende oder was auch immer. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Messer.